Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zum Veganen Leben Kongress. Im heutigen Interview habe ich Roland Wegner zu Gast. Ganz herzlich willkommen, Roland. Hallo Kevin, vielen Dank für die Einladung. Ja, lieber Roland, du bist der Bundesvorsitzende bei der V-Partei, die 2016 gegründete Partei, die sich insbesondere für die Wünsche und Visionen natürlich auch der Veganer einsetzen möchte, nämlich zum Beispiel ganz klar Abschaffen der Massentierhaltung. Gleichwohl seid ihr mitnichten eine reine Spartenpartei, sondern habt natürlich zu allen relevanten Themen, die es in der Politik gibt, auch eine klare Positionierung. Ja, du bist vor allem aber auch ein Mensch mit vielen Visionen und Ideen in vielen Bereichen und ich freue mich, dass wir hier gleich einige Facetten von dir kennenlernen dürfen. Aber vielleicht ja, beginnen wir wirklich direkt mit dir. Erzähl uns erstmal deinen Weg, welches Erlebnis oder welche Aspekte brachten dich zur veganen Ernährung oder zum Veganismus? Oh, da muss ich ein bisschen ausholen. Gerne. Das Ganze, der Ursprung war meine sportliche Aktivität. Also ich war ja früher Leistungssportler, Leichtathlet, Treppenlaufen, Rückwärtslaufen auch, diese ganzen Dinge. Und irgendwann kam ich auf die Idee, ich muss das, was ich mache, auch mal aufschreiben, weil das ist so außergewöhnlich. Da gab es auch noch kein Buch. Also ich habe mir da viele Sachen selber beigebracht, beim Rückwärtslaufen speziell. Und dachte mir, das kann man auch der Nachwelt etwas einfacher machen, der Nachsportlerwelt, indem man es halt aufschreibt. Und nachdem es dann noch kein Buch gab, habe ich da an diesem Projekt Retro Running, ich habe das natürlich auch hier, Retro Running, rückwärts zu neuen Zielen, habe ich verfasst. Und im Rahmen dieses Buches wollte ich natürlich das Kapitel Ernährung mit einbauen, wie es halt für ein Sportlerbuch auch so sich gehört, dass man dazu was sagt. Und ich kannte halt nur eine Ernährungsform. Die andere, also die vegetarische, vegane, kannte ich natürlich auch nur theoretisch. Meine damalige Freundin war Vegetarier oder vielleicht war sie auch Veganer. Das habe ich damals gar nicht so richtig unterscheiden können. Weil es mich nicht so interessiert hat, weil ich davon auch nicht so viel gehalten habe. Ich dachte natürlich, als Sportler musst du dein Fleisch essen und zwar vor dem Wettkampf. Viel Eiweiß, viel Eisen. Und ja, ich hatte halt dann auch schon immer meine Bedenken, dass sie vielleicht nicht ganz so gesund sein könnte, was aber nicht so war. Und die Bluttests haben das auch bestätigt. Also das war alles in Ordnung. Aber ich dachte halt, okay, als Nichtsportlerin oder sie war halt Hobbysportlerin, mag das vielleicht noch gehen, aber als Leistungssportler unmöglich. Und in dem Zusammenhang habe ich mir dann gedacht, okay, jetzt informiere ich mich mal genauer, bevor ich darüber schreibe. Dann war das dann so spannend, dann gab es Bücher. Ich habe eins gelesen, Galina Shatalova heißt die Frau, oder hieß die Frau, die ist mittlerweile verstorben, aber sie ist über 100 Jahre alt geworden. Und der Titel hat geheißen, wir fressen uns zu Tode. Das klingt ganz spannend und ich habe das Buch zweimal gelesen und habe mir gedacht, so, und jetzt mache ich es mal nach, jetzt probiere ich es mal. Also sie war halt auch von der veganen Ernährung eben überzeugt. Ja, und dann habe ich eben den Selbstversuch gewagt und dachte, mal 2 Wochen auf Fleisch zu verzichten, das werde ich schon schaffen. Wusste aber nicht wie, weil du kennst ja nur die Beilagen und nur mit Beilagen sich zu ernähren, naja, das habe ich mir nicht so prickelnd vorgestellt. Und aus 2 Wochen wurden halt dann 2 Monate und es ging immer weiter. Und ich habe halt in der Phase auch sehr viele neue Dinge kennengelernt und es hat richtig Spaß gemacht. Habe das dann schon richtig vergessen, dass ich das ja auch nur wegen dem Buch mache, um halt letztlich beweisen zu können, dass ich schlechtere Leistungen bringe. Dass es vielleicht funktioniert, dass es mir vielleicht auch gut geht, aber dass ich im Sport schlechtere Leistungen bringe. Das war so der Gedanke und das wollte ich beweisen. Und ja, und ich war auch schon über 30, also ich habe auch keine sportlichen Ziele mehr gehabt, wo ich sage, jetzt nochmal irgendwas ganz, ganz Großes. Und ja, das Ende vom Lied war, ich bin, obwohl schon über 30 und als Sprinter ist man als 30-Jähriger, ich war 32, ja schon ein alter Hase oder schon, ja, du kannst ja eigentlich schon ans Aufhören denken. Und dann lief ich tatsächlich neue Bestleistungen. Und dann habe ich das nochmal erlebt. Also ich bin dann, also ich habe mich fit gefühlt, eben die neue Bestleistung. Dann zum nächsten Wettkampf und dachte ich mir, gut, vielleicht waren die Windverhältnisse so gut oder vielleicht hatte ich einfach einen guten Tag. Aber das hat sich bestätigt. Also ich habe diese Leistung bestätigen können. Und dann bin ich ein bisschen der Sache auf die Spur gegangen und ich habe festgestellt, ich habe nicht mehr trainiert. Ich bin nicht leichter geworden, was man ja auch, sind ja auch so Faktoren, die eine Rolle spielen können. Und ich fühle mich halt einfach noch fitter. Ich schlafe weniger. Meine Trainingseinheiten sind ordentlich. Ich bin nicht verletzt. Also offensichtlich muss die Ernährung eine große Rolle spielen. Und das hat mich dann so überzeugt, dass ich das einfach, dass ich diesen Selbstversuch nicht aufgehört habe. Der dauert bis heute an. Und ja, letztlich bin ich ein Mensch mit sehr viel Gerechtigkeitssinn und ich habe halt die Erkenntnis gewonnen, dass man
mich offensichtlich angelogen hat. Die Gesellschaft, die Bücher, ja, die allgemeine, die vorherrschende Meinung, die war einfach anders. Und ich kam der Sache auf die Spur für mich und habe mir dann geschworen, okay, und in der Sache setze ich mich jetzt sehr stark ein. Und ja, wir haben halt dann einfach diese Gruppen gegründet in Augsburg, wo ich herkomme, haben wir Stammtische gemacht, wir sind auf Gastronomen zugegangen. Also so war mein Weg zum Veganer. Ich habe gemerkt, irgendwas ist falsch gewesen und ich muss es jetzt richtigstellen. Und ja, deswegen auch am Ende das politische Engagement. Das hängt alles damit zusammen. Also der Ursprung war der Sport, das Laufen, das Rückwärtslaufen, das Buch. Und ja, jetzt bin ich in der V-Partei. Ja, sehr cool. Lass uns mal ganz kurz über das Rückwärtslaufen sprechen. Das ist ja schon wirklich eine Besonderheit. Gibt es ja jetzt, die meisten Menschen laufen vorwärts. Du hast jetzt daraus ja wirklich was etabliert mit dem Retro-Running, mit dem Buch auch eben. Ist auch ein wirklich ein sehr, sehr herausfordernder Sport. Wer das mal probiert, glaube ich, der wird es ziemlich schnell merken, dass das gar nicht so einfach ist. Ja, und es ist auch wirklich so, du hältst inzwischen auch oder du hältst den Weltrekord im Rückwärtslaufen. Ich glaube, in 13,4 Sekunden auf 13,6. 13,6, Entschuldigung, genau, auf 100 Meter. Das schaffen die meisten vorwärts nicht, bin ich mir ganz sicher. Also wirklich Wahnsinn. Auch ich habe auch ein schönes Video gesehen von dir bei Wetten, dass. Da warst du auch mal zu Gast und hast im Rückwärtslaufen auf so einem Laufband dich einmal komplett umgezogen vom Büro-Outfit zu den Sportklamotten. Natürlich auch geschafft. Ja, das heißt, du hast wirklich schon immer intensiv wirklich das versucht, wofür du stehst, auch umzusetzen. Ja, ich bin halt so ein leidenschaftlicher Mensch. Wenn ich von was überzeugt bin, dann gebe ich da alles rein. Und dann führt es halt beim Sport zu Wetten, dass, ja. Das ist natürlich dann auch so das Endziel, wenn man in der Branche unterwegs ist. Und auf anderen Ebenen mache ich es genauso. Also ich kann halt, wenn ich eine Überzeugung habe, sehr viel Energie reinstecken und dann das auch entsprechend promoten. Das sind halt meine Stärken. Und die bringe ich jetzt in dem Sinne jetzt für die V-Partei genauso ein wie früher für den Sport. Ja, Rückwärtslaufen kann ich jedem empfehlen. Das ist jetzt nicht ganz so ungewöhnlich, wie es klingen mag. Jeder, der zum Joggen geht, sollte das mal ausprobieren. So 50, 100 Meter, einfach mal rückwärts zu laufen. Das eröffnet neue Perspektiven. Die Sinne werden entsprechend angeregt. Man traut sich mehr zu. Der Körper wird koordinativer und beweglicher auch. Und es macht vor allem Spaß. Also das kann man auch, wenn man so zweit läuft, kann man das Mixed Running eben durchführen. Einer läuft vorwärts, einer rückwärts. Und wo kann man sich schon beim Laufen in die Augen schauen? Also das ist schon eine geniale Geschichte. Und ja, also machen mittlerweile sehr viele. Wir haben damals die International Retro Runner gegründet. Das heißt, wir machen alle 2 Jahre Weltmeisterschaften. Und das ist so eine richtige Community geworden, eine Familie, eine größere Familie auch. Und da kommen Leute aus 20 Nationen alle 2 Jahre zusammen und veranstalten ihre Wettkämpfe. Schön, sowas zu beobachten, was man alles ausgelöst hat mit einer kleinen Idee und wie groß es werden kann. Das kann jeder, der uns auch heute zuschaut, kann sich überlegen, wo hat er Stärken und wie kann er sie einbringen. Man meint immer, man ist nur einer alleine, aber täuscht euch nicht, man kann ganz viel bewegen. Mhm. In alle Richtungen. Das stimmt. Ja, du bist ja, also wie gesagt, bist dann dazu gekommen, die Partei auch tatsächlich zu gründen, die Idee dazu zu haben, mitzugründen. Der Weg dahin, du hast gerade schon gesagt, ihr seid dann auch aktiv geworden und die Idee war wahrscheinlich schon lange vorhanden. Dir kommt natürlich auch ein bisschen zugute, dass du ja sowohl Diplom-Verwaltungswirt bist, als eben auch tatsächlich aktiv als Geschäftsleiter einer Gemeinde tätig bist und deswegen zumindest das Kommunalpolitische und den ganzen Verwaltungsaufwand und so schon mitbringst, was, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist. Ja, und jetzt, wie kam es dann dazu? Also wie seid ihr dazu gekommen, diese Partei dann wirklich ins Leben zu rufen? Ja, das hast du richtig gesagt, dass ich schon vom Beruflichen her mit der Kommunalpolitik verstrickt bin. Also ich sitze jetzt als geschäftsleitender Beamter natürlich bei jeder Gemeinderatssitzung mit neben dem Bürgermeister und bin hier im Hintergrund steuerungstechnisch sehr aktiv. Ich war vorher bei der SPD und als meine vegane Erleuchtung kam und ich gesehen habe, wie im Internet die vegane Szene sich vernetzt, habe ich damals schon gesagt, eigentlich. Und ich habe gesehen, wie schwer ich mich tue als Veganer bei der SPD. Ich habe dann natürlich versucht, was man uns ja auch mal sagt, geht doch in die großen Parteien, versucht die zu überzeugen. Habe ich gemacht, ja. Und auf Ortsvereinsebene hat das ja auch funktioniert. Klimawandel, die ganzen Zusammenhänge. Also das kam im Ortsverein an, aber bei der Oben nicht. Die Oben haben Angst gehabt um Wählerstimmen. Deswegen kann man das bei großen Parteien einfach vergessen. Ja, also damals habe ich schon gesagt, es müsste eigentlich durch diese Vernetzung, müsste eigentlich möglich sein,
das auch politisch zu machen. Also nicht nur, du hast es vielleicht mitbekommen, da gab es diese ganzen Städtegruppen auf Facebook, Frankfurt vegan, Hamburg vegan, Augsburg vegan, München vegan und so weiter. Und wie schnell es sich entwickelt hat, dachte ich mir, dass, wenn das noch politisch wäre, dann, und ich wusste jetzt damals noch nicht so genau, wie viele Veganer gibt es in Deutschland. Also das war noch so eine große Unbekannte, aber ich habe gesehen, da ist ein Wachstum dahinter, da ist eine Dynamik dahinter. Und da müsste man eigentlich eine Partei dazu haben. Ich habe da keine gesehen, also habe dann schon damals gesagt, weil viele, hast du vielleicht auch gesehen, haben ihren Namen plötzlich mit V geschmückt. Mhm. Also Roland V. Wegner zum Beispiel, ja, oder genau. Diese Dinge. Und dann ist dieses V immer wieder einem ins Auge gestochen, es sind dann auch vegane Seiten entstanden. Ja, und dann dachte ich mir, eigentlich bräuchte man eine V-Partei. Und habe das auch mal wieder mit Leuten besprochen, ich war noch in der SPD, wie gesagt, und es kam immer, ja, müsste man machen, aber wer und wo und wie und so theoretisch. Und du kennst es vielleicht auch wieder von einem eigenen Bekanntenkreis. Man ist unzufrieden mit der Politik und man sagt dann irgendwann nach 3 Bier, eigentlich müsste man eine eigene Partei gründen. Also man kann ja nichts wählen und man müsste was Eigenes machen. Aber ja, das kann auch nicht jeder machen, weil sonst gibt es zu viele Parteien. Und das muss schon auch insgesamt eine Zielgruppe haben. Und da habe ich gesehen, dass es eine Zielgruppe gibt, auf jeden Fall. Und da sind wir erst am Anfang. Also die Zielgruppe zu erreichen, zu vernetzen, das ist die größte Herausforderung. Muss ich auch sagen, habe ich natürlich ein bisschen unterschätzt, welche Dynamik dahinter steckt, was man alles beachten muss. Aber ja, es funktioniert trotzdem. Und wir sind erst am Anfang. Also du bist ganz klar auch der Meinung, es braucht eine eigene vegane Partei? Okay, also die Frage war ja, wie bist du darauf gekommen? Also der Gedanke, okay, das war jetzt der Weg, aber als ich dann gesehen habe, im Jahr 2015 war das, ja, da gab es in Brandenburg ein Volksbegehren. Mhm. Volksbegehren gegen Massentierhaltung. Und ja, da gibt's die Seite gibt es immer noch, kann man nachschauen. Dann dachte ich mir, okay, naja, macht mal, ich glaube nicht, dass es erfolgreich sein wird, weil so viele Menschen unterschreiben das sicher nicht. Und man musste, meines Wissens, musste man irgendwie 100.000 Unterschriften haben. Also echte Unterschriften, keine Online-Unterschriften, was ja immer relativ einfach ist. Und ich habe das dann so ein bisschen am Rande verfolgt und dann hat sich das Ganze entwickelt. Immer mehr Befürworter und Fürsprecher aus der prominenten Szene, aus dem Fernsehen, auch aus der Landwirtschaft. Und ich dachte mir dann, naja, klingt alles super, aber ich schaffe die Unterschriften nicht. Da ist die Menschheit noch nicht bereit. Und im Januar eines Tages, im Januar sitze ich am Kachelofen oder vor dem Ofen und recherchiere ein bisschen. Und dann kommt diese Erfolgsmeldung. Volksbegehren in Brandenburg erfolgreich. Ich konnte es nicht glauben. 104.000 Menschen haben da unterschrieben. Und ich saß da und dachte mir, Brandenburg, wie groß ist denn Brandenburg? Das ist doch nicht groß. Und da unterschreiben 104.000 Menschen gegen Massentierhaltung. Also wenn das kein Zeichen ist, dass da was in Bewegung ist, dass die Menschen bereit sind, sich politisch, das ist ja politisch, sich politisch zu engagieren gegen die Massentierhaltung, wann dann? Dann musst du jetzt dieses Projekt, was du im Kopf hast, irgendwie versuchen anzugehen. Und man hatte am Anfang noch keinen richtigen Plan. Also der Plan war schon im Kopf, aber auch nicht so konkret. Und dann habe ich den Versuchsballon gestartet und habe diese Facebook-Seite gegründet, diese V-Partei-Seite und habe gesagt, was haltet ihr davon? Habe es in die Gruppen reingepostet. Wäre das was für euch? Und dann kam ganz viel positives Feedback. Es haben sie sofort Leute gefunden, die dann auch gesagt haben, ja, aber wir müssen dann auch dieses und jenes Thema beachten. Ja, und ehe ich mich versehen konnte, war das Projekt nicht mehr umkehrbar. Und wir hatten halt dann sofort, ja, Leute, die am Parteiprogramm gearbeitet haben. Und wir wussten zwar nicht, wann wir es starten werden, aber wir wussten, dass wir das jetzt machen werden. Und dann kam alles noch viel schneller als gedacht. Und am 30.04.2016 war dann die Gründung. Ja, also so lief das ein bisschen. So kannst du dir das ein bisschen vorstellen. Oder ihr, die auch zuschauen. Es war eine ganz spannende Phase. Ja. Das ist super, weil so ein bisschen natürlich hier im Kongress nehmen wir auch mit und möchten wir mitnehmen, dass natürlich jeder selbst einiges tun kann, um zur Veränderung beizutragen. Ne? Entweder im Kleinen mit seinem
mit seinem Stimmzettel, dem Kaufbon zum Beispiel im Supermarkt, was hole ich, was kaufe ich nicht. Natürlich tatsächlich auch mit der Stimme eventuell für die richtigen Parteien oder nicht die richtigen Parteien. Genau, und aber nichtsdestotrotz kommen wir auch schon auf den Punkt, dass es sehr, sehr schwierig ist, wenn politisch nicht irgendwann jemand mal sagt, wenn er jetzt ist wirklich Feierabend, warum sollten wir ständig erlauben, was wirklich absolut schädlich ist für den Planeten. Und von so her glaube ich, dass es durchaus sinnvoll ist, da tatsächlich ja, eben auch so noch eine Organisation wie euch unbedingt mit dabei zu haben, neben den anderen tollen Organisationen, die es teilweise gibt, um wirklich was schaffen zu können. Nichtsdestotrotz, gerade auch so ein bisschen in der Anfangsphase, gab es natürlich auch Stimmen von Menschen, die schon länger vegan leben, die das alles relativ negativ betrachtet haben. Hast du eine Ahnung, wo das herkommt? Sind es Ängste oder gab es berechtigte Gründe? Wie sehr schmerzt es eventuell vielleicht auch, wenn man so eine Vision hat und dann negative Kritik kommt? Ja, das war natürlich schon überraschend, weil am Anfang war das sehr positiv alles eben und du kennst natürlich nicht jeden in der veganen Szene. Du bist ja auch in deinem kleinen, jeder ist in seiner Wolke. Wir waren in der Augsburger Wolke und wir haben uns gut verstanden. Wir waren uns alle einig, dass das richtig ist. Und dann gibt es natürlich Menschen, Deutschland ist groß, 80 Millionen Einwohner und dann sitzen da Leute in Berlin, in Hamburg, überall, in Frankfurt, die auch schon in der Szene aktiv sind, die auch schon politisch aktiv sind. Nicht unbedingt jetzt bei uns, ja, sondern eben vielleicht bei der Linkspartei oder bei den Grünen oder noch bei ein paar anderen Parteien oder die von Politik gar nichts halten, die Nichtwähler sind, aber trotzdem sehr engagiert in der Szene oder in diesen veganen Gruppen. Und das natürlich in der Tat haben wir erstmal unterschätzt. Das hätten wir auch nicht gedacht, dass es da sehr starken Gegenwind geben wird. Und man muss aber auch sagen, klar haben wir auch Fehler gemacht. Also du gründest was ja sehr euphorisch und du bedenkst nicht alles, wir auch. Ich kannte die SPD und ich hätte mir niemals denken trauen, dass uns Menschen irgendwie in die Richtung schieben wollen. Ich komme ja von der SPD, ja. Also ich wäre da ja nicht gewesen, wenn das nicht meine Überzeugung gewesen wäre. Gerechtigkeit, soziale Politik und diese Dinge. Und dann halt jetzt noch der Umweltschutz und die vegane Seite. Ja, also nur ein Beispiel. Wir hatten bei uns auch Leute in der Anfangsphase dabei, die haben auf YouTube zum Thema Holocaust was gesagt. Also die Massentierhaltung verglichen mit dem Holocaust. Also wenn ich ganz ehrlich bin, und das habe ich auch mal gemacht. Also ich habe irgendwann mal ein Interview gegeben. Es ist schon viele Jahre her. Und da habe ich, das war für Peter oder für irgendjemand als Sportler, und da habe ich tatsächlich auch das Wort KZ verwendet. Ich habe aber nie und nimmer den Zusammenhang verstanden, dass es eben politisch nicht geht, dass es No-Go ist, dass es kritikfähig ist. Also wenn du sowas machst, brauchst du dich nicht wundern, wenn du kritisiert wirst. Also das sind diese Fehler, die du vorher, das ist ja, da kommt ja keiner auf die Idee und ist deswegen antisemitisch, wenn er diese grauenhaften Bilder, die er auf der einen Seite sieht, wie die Hähnchen und alles in kleinen Stellen gehalten wird und dann das Thema, wie es eben vor 70, 80 Jahren mit Menschen gemacht worden ist. Man darf es aber nicht vergleichen, weil das Motiv ist ein anderes. Und das ist eben das, was man eben erst versteht, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Und wir haben es natürlich dann gemacht. Wir haben uns dann, wir sind ja auch für Kritik offen und ganz wichtig ist die Kritik, weil nur dann wirst du besser. Und haben dann mit Personen gesprochen, die das nicht so gesehen haben. Und einige haben gesagt, okay, logisch, verstehen wir auch. Und die anderen sind ausgetreten. Also in dem Sinne haben wir uns natürlich dann entsprechend angepasst und verbessert, weil wir ja politisch ganz anders denken, als man uns am Anfang vorgeworfen hat, weil wir das eben nicht beachtet hatten. So, das sind diese Dinge, wo du sagst, okay, man muss auch Kritik annehmen. Das haben wir gemacht. Aber trotzdem ist es schon, tut schon weh, wenn du was Gutes aufbauen willst und dann wirst du schon erstmal gleich niedergeprügelt. Aber ich sage jetzt mal, wenn da nicht so viel Substanz dahinter gewesen wäre, gäbe es uns gar nicht mehr. Also wir haben diese Phase sehr gut gemeistert. Und jeder kann unser Programm lesen, jeder sieht, wofür wir stehen. Wir sind eine Partei mit einem Programm, das könnte auch das Programm der Linken sein, ergänzt mit den Tierrechten, was da halt einfach fehlt. Und in dem Sinne machen wir uns da gar keine großen Gedanken mehr. Wenn Kritik kommt, gucken wir uns das an, besprechen das und wenn es angebracht war, dann verbessern wir. Und wenn es nur der politische Gegner war, dann wissen wir es auch zu werten.
Und das ist in der Politik aber einfach auch normal. Selbst unsere Freunde aus der Tierschutzpartei haben uns auch kritisiert. Klar, wir sind Konkurrenz. Und keiner will den Konkurrenten stärker werden lassen, als man selber ist. Und die Grünen, die Linken, also alle haben sind in dieses Ding mit rein. Ich habe dann mal jemanden gefragt, was ist denn los? Wieso stützt ihr euch alle auf uns? Wir sind ja noch ganz klein. Und dann hat man mir gesagt, ja, aber ihr habt offensichtlich Potenzial. Also wenn man eure Seite anschaut, wenn man euer Inhalt anschaut, die vegane Bewegung betrachtet, dann habt ihr Potenzial. Und deswegen werdet ihr bekriegt und nicht eine kleine Partei wie Partei für die Tiere oder so, die ständig was über Schächten schreiben. Ja, wenn ich nur über Schächten schreibe, dann kann ich natürlich schon mal irgendwann kritisiert werden. Seid ihr eigentlich nur gegen Schächten, weil das vielleicht Andersgläubige praktizieren? Was ist dann mit den deutschen Schlachthöfen? Warum schreibt ihr darüber nicht? Ja, aber die Partei für die Tiere, hat man mir gesagt, ist nicht so interessant mit wenigen Mitgliedern und da ist noch nicht viel los. Also deswegen hat man sich auf uns so stark gestützt. Ja, verstehe ich. Ist auch gewisserweise natürlich ein Kompliment, dass wir doch ganz gut vorgearbeitet haben und uns auch nicht aus der Ruhe bringen lassen und auch ständig wachsen. Und mittlerweile sind wir doch die größte Partei aus dem Segment, was die Mitgliederzahlen angeht und auch wie wir uns aufstellen. Das wird immer stärker und besser. Also Kritik gerne her damit. Wir sind auch bereit, mit allen Kritikern zu sprechen. Das haben wir auch immer angeboten. Aber wie man sieht, das lässt auch nach, weil wir uns einfach besser aufstellen. So ist auch meine Einschätzung. Und ja, erstmal ganz herzlichen Dank auch für die offene Klarstellung auch und wie du das sagst, weil die meisten, also so kennen es wahrscheinlich die meisten Leute aus der Politik, ist es jetzt nicht unbedingt eine Kernkompetenz von den meisten Politikern, Fehler auch eventuell zuzugeben. Mhm. Ja, geht es oft leider in die andere Richtung. Von so her, vielen Dank dafür. Jetzt gibt es natürlich auch Menschen, die machen sich recht einfach. Sie sehen zum ersten Mal auf V-Partei und sagen, ach Gott, aber nur mit Veganismus, da kommt man natürlich nicht weiter. Das hilft natürlich nichts. Ja, ihr habt aber noch ganz andere Inhalte. Ja, es ist wie schon angekündigt, also und ich wäre nicht bei der SPD gewesen, wenn mich die anderen Themen nicht interessieren würden, sondern wir haben halt, es geht von Familienpolitik, Bildungspolitik, das geht von oben bis unten, findest du alles, was in anderen Parteien auch eine Rolle spielt. Vielleicht ist natürlich der Schwerpunkt anders. Wir sind ja schließlich auch die V-Partei, aber wir sagen genauso was zum ÖPNV, hängt natürlich auch mit Umweltpolitik zusammen oder Waffenpolitik, ja, also die Waffenexporte. Das führt auch wieder zu Fluchtursachen und so weiter. Also das ist alles ein System. Und du kannst nicht sagen, ich ziehe mir nur ein Thema raus und das befriedigt niemanden. Da ziehst du auch keine Mitglieder an. Da hast du dann schon 100 Mitglieder, 200 Mitglieder, vielleicht auch 1000. Aber wir wollen ja auch eine Bewegung, die ja grün nur heller, sage ich immer. Also wir wollen da schon ein bisschen mehr erreichen, als nur ein einziges Thema abbilden. Genau, also man kann das auch wirklich wunderbar nachlesen. Auf eurer Seite gibt es, glaube ich, zum Download oder auch direkt zum Lesen natürlich, wie gesagt, das komplette Programm. Und dann siehst du unter allen Punkten eben, was dazugehört und dass das absolut durchdacht ist, in meiner Meinung nach. Ja, was kann noch besser werden, ja, also ich sage jetzt nicht, unser Programm ist das Beste, aber wir haben uns schon was dabei gedacht und wir sind über jeden froh, der von außen drauf schaut und sagt, aber bedenkt doch noch diesen Punkt und jenen Punkt, gerne, gebt uns ein Feedback und schreibt uns, okay. Da freuen wir uns. Sehr gut, was ist derzeit so das wirklich das dringendste Problem, was man eigentlich angehen müsste? Du meinst politisch, global, weltweit oder? Politisch, global, weltweit. Ja. Ja, okay, ist logisch. Also das Thema ist jetzt nicht mehr wegzudiskutieren, ist der Klimawandel. Und wenn ich jetzt nach Brasilien schaue, da ist jetzt ein Präsident gewählt worden, Bolsonaro heißt er, glaube ich. Und das ist halt, ja, ist ein Trump, nur noch schlimmer. Und ich weiß nicht, ob das schon vorgedrungen ist, aber was er eben zum Thema Regenwald plant und zum Thema Agrarpolitik, das ist eben das, wo uns aufschrecken muss. In Brasilien ist ja der größte Anteil vom Regenwald, Amazonas. Und da wird ja eh schon jeden Tag gerodet ohne Ende. Also insgesamt werden weltweit, das ist jetzt wieder unsere Politik, wir sagen global denken, lokal handeln, weltweit werden täglich 300 Quadratkilometer an Regenwald gerodet. Das ist jeden Tag so die Größe von München.
Und ich habe da mit einem Regenwaldschutzverein gesprochen, weil ich die Zahlen dann auch neben hinstellen habe. Wie viel Regenwaldfläche habe ich noch? Wie viel wird jeden Tag gerodet? Das heißt, wie viele Jahre hält uns, haben wir noch Regenwald? Und da kam dann so eine Zahl zwischen 50 und 60 raus. Dann habe ich den ganz entrüstet, 60 Jahre, ja, entrüstet angeschaut, angerufen und habe ihn gefragt, stimmt das? Stimmt diese Zahl oder habe ich mich verrechnet oder wird gleichzeitig Regenwald wieder aufgeforstet und ist es halt nur eine einseitige Betrachtung? Und er hat gesagt, naja, klar wird auch ein bisschen was aufgeforstet, es gibt Umweltverbände, die da was dagegen tun, aber er meint, die Zahl ist realistisch. Und er sagt, die Zahl ist sogar noch niedriger anzusetzen, weil die Funktionalität des Regenwaldes, die wird noch viel früher enden. Der Regenwald speichert eben auch sehr viel Wasser. Er speichert CO2 und er ist halt die grüne Lunge der Welt. Und wenn du da so ein Gebilde hast von Hunderttausenden von Bäumen und am Ende stehen noch 10 da, ja, diese 10 Bäume, die haben keine Funktion mehr. Da hält sich kein Lebewesen mehr auf und ist auch kein Wasser mehr gespeichert. Was wir in diesem Sommer erlebt haben, muss uns alle aufschrecken. Und da erwarte ich halt von der Politik ein Umdenken. Und dafür braucht es eine Partei wie wir, die da ziemlich nervig sind, die ja ziemlich den Leuten auf die Zehenspitzen steigen. Den Grünen, der SPD, allen anderen, die mal von den Seeparteien abgesehen, da ist ja Hopfen und Malz eigentlich verloren. Aber die anderen Parteien, das ist doch ihre Chance. Und da braucht es jetzt jemanden wie uns, die anschieben, die diese Themen aufs Tableau bringen. Und ja, also Bolsonaro in Brasilien will weiter Regenwald roden. Warum? Weil der Agrarsektor ist für ihn der stärkste Sektor im Land, der das Bruttoinlandprodukt am stärksten eben nach vorne bringt. Und was will er anbauen? Sag du es Soja mir. wahrscheinlich. Soja wahrscheinlich. Genau, genmanipuliertes Soja. Und wer importiert am stärksten? Europa, USA. Europa und jetzt hat China, Europa ist gerade am Ablösen. Ja, also China und Europa sind die stärksten Abnehmer und wir importieren jährlich, also 2017 ist die Zahl, 33 Millionen Tonnen Soja, genmanipuliertes Soja nach Europa und wandeln es in Fleisch um. Weil das Soja essen nicht wir Veganer, wie bekannt, sondern das essen die Tiere, die Massentierhaltung. Und das ist ungefähr man kann sagen, pro EU-Bürger 65 bis 70 Kilo Soja jährlich, das importiert wird. Und jetzt sagen wir halt, okay, der Gedanke global denken, lokal handeln, hört auf, dieses Soja zu importieren. Und es kommt in Schiffen, ja, das kommt in Schiffen mit Schweröl. Wir reden über Dieselfahrverbote und da dürfen Schiffe mit Schweröl fahren. Das wird in dieser Politik in Deutschland nicht thematisiert. Es wird selbstverständlich zugelassen. Und da wünsche ich mir eine grüne Partei, die solche Themen aufgreift. Aber diese grüne Politik, die wir halt erleben, das ist halt ein moderner Ablasshandel. Politik, die nicht wehtut. Also, es wird ein bisschen Klimapolitik betrieben, jetzt in Bayern. Ja, ich komme noch vom Wahlkampf, wie du spürst. Ich bin noch voller Emotionen. Wir haben in die grüne Partei in Bayern erlebt. Vom Ansatz her sind die schon richtig. Und da sind wir auch sehr nah dran, auf jeden Fall. Aber vom Kern, da fehlt was. Also diese grüne Ideologie, die bei Ihnen mal geschlagen hat, das waren ja keine Veganer, das waren Umweltaktivisten und Atomkraftgegner. Da ist die grüne Partei her entstanden. Aber gerade die Jungen von den Grünen, die grüne Jugend, die ist da schon weiter und da sind auch sehr viele Veggies dabei. Und die wünschen sich da auch eine Veränderung. Und dieses Thema Landwirtschaftspolitik hängt halt mit dem Klimawandel sehr stark zusammen. Und da müssen wir ran. Da hilft es halt nicht zu sagen, wir geben Gelder und da werden die Ställe größer, dann wird das Ganze zu Biolandwirtschaft umgewandelt. Im Stall dürfen weniger Tiere stehen, ja, dann werden halt Wände reingezogen, dann ist halt der Stall eine andere Einheit als vorher. Oder Brandschutzmaßnahmen für Tierställe, das ist grünes Programm, ja. Also wir sagen, wir brauchen keine Ställe mehr. Hört auf, die Ställe zu bauen. Es werden jeden Tag Ställe gebaut, immer noch. Und wir geben solchen Leuten wie diesem brasilianischen Präsidenten ja nur den Auftrag, diesen Regenwald abzuroden, weil wir nehmen das Soja ja ab. Wir bauen täglich immer Ställe dazu. Und dieses Eiweißfutter wächst halt nicht in Europa in dieser Anzahl. Also muss es importiert werden. Und wenn wir das nicht erkennen, ja, dann werden wir weiter unbequem bleiben und wir werden weiter an diesem Projekt sehr stark arbeiten, bis es der Letzte verstanden hat.
Das ist unsere Aufgabe. Also wir wollen nicht Politiker werden, wir wollen nicht Geld damit verdienen, wir wollen diese Inhalte in die Politik bringen. Und ich glaube, da können wir die Privilegien von Parteien sehr gut nutzen, die ja wir zweifelsohne dadurch auch haben. Also wenn du nur einen Verband gründest, also alle Tierrechtsorgas und Veganverbände und alles super, alles toll, freue ich mich immer für jedes Engagement, aber du kannst halt, wenn du als Partei auftrittst, Privilegien in Anspruch nehmen. Du kannst 6 Wochen lang vor der Wahl, kannst du Plakate kostenlos an die Straße stellen. Jetzt mal vom Umweltaspekt abgesehen, also wir haben jetzt auch Kartonplakate gehabt, die natürlich dann auch von den Witterungsbedingungen dann auch sehr leiden, aber ganz ohne Plakate geht es natürlich nicht, aber du kannst auch Werbespots machen, die im Fernsehen laufen, die im Radio laufen, du kriegst Zeitungsinterviews, die du sonst als Orga nicht in dieser Anzahl bekommst und deswegen nutzen wir dieses Privileg als Partei. Also wir sind eine NGO in dem Sinne, die halt noch diese Privilegien mit in Anspruch nimmt. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Geschichte. Und wenn das jeder erkennt, der politisch noch nicht verankert ist, dann denke ich mal, könnte er sich von uns auch angesprochen fühlen. Ja, genau. Es ist ja gerade so spannend, wie du das beschreibst, ne? Also dass es sogar eigentlich ja auch schon Gruppierungen, Parteien eben gibt, die solche Ziele eigentlich auf dem Papier stehen haben und sich aber trotzdem ja in Kompromissen oder eben dann in halbgaren Geschichten, ne, wie so ein bisschen weichgespült quasi umsetzen und wir alle wissen ja, also alle, die ein bisschen mitdenken, dass es halt eigentlich nicht reicht, dass es halt einfach immer so weitergeht, wie du es gerade gesagt hast, mit dem Öl und so weiter und so fort, mit dem Schweröl und mit den Aufträgen, die wir eigentlich verteilen. Wenn du das, also warum braucht es eine hellgrüne Partei wie die V-Partei, warum reichen die Grünen nicht? Ist ja so auch ein bisschen, hängt ja da auch ein bisschen mit drin, diese Frage und du siehst, wie ja, du siehst in Baden-Württemberg den Kretschmann, der ist ja grüner Ministerpräsident. In Baden-Württemberg gibt es auch noch grüne Oberbürgermeister. Dann gibt es den Boris Palmer in Tübingen. Und dann gibt es auf der anderen Seite den Fritz Kuhn, glaube ich, in Stuttgart. Ist ein Grüner. Und in Hessen hast du auch einen grünen Politiker an der Regierung, der jetzt auch wieder noch stärker geworden ist. Aber überall da, wo Grüne sind, da tut sich im Thema Massentierhaltung nichts. Null, null, null. Es wird, wie ich vorher schon sagte, es werden weiter Ställe gebaut. In Baden-Württemberg ist noch immer noch nicht ganz klar, ob diese 1000 Kühe im Stall gehalten werden können oder ob der Stall für 1000 Kühe gebaut werden kann. Da gibt es keinen Aufschrei der Grünen. Das müssen wir machen. Ja? Aber wir sind noch, dafür sind wir noch zu klein, dass wir da einen großen Einfluss haben, aber wir werden unbequem. Also und in Tübingen, wir haben das alle mitbekommen mit den Affen, wo Boris Palmer die Affenversuche, ja, er hat es ja gerechtfertigt. Und ich weiß nicht, ob da jetzt noch Affen sind, ich glaube nicht, aber jetzt sind dafür andere Tiere dort, die weiterhin gequält werden. Und in Stuttgart beim grünen Oberbürgermeister im Weinbaugebiet, im städtischen Weinbaugebiet, wird Glyphosat verspritzt. Also das verstehe ich nicht, ja. Also wenn ich da einen grünen Oberbürgermeister habe, dann ist es doch ein kerngrünes Thema. Ich meine, davon abgesehen, dass die Renate Künast, die war ja mal Landwirtschaftsministerin, Grüne, der Jürgen Trittin war ein Umweltminister, Grüner, dass die beide das Thema Glyphosat damals durchgewunken haben. Okay, man kann sagen, leider nicht immer auf den alten Themen rum, aber das sind Fakten. Das war grünes Thema und da kann man jetzt auch nicht mehr, auch Hambacher Forst, okay, das ist ein bisschen hochgeschaukelt und ein bisschen falsch dargestellt worden, aber da waren auch die Grünen in der Regierung und haben auch das Thema Braunkohleausstieg verschlafen. Also ich frage mich, was ist in der Grünen Partei los? Und ich sehe das eher als modernen Ablasshandel, dass man schon als Umweltaktivist gilt, wenn man die Grüne Partei wählt. Das ist halt falsch, weil da gehört ein bisschen mehr dazu. Und da gehört auch ein bisschen mehr dazu, als alles nur auf die Politiker zu schimpfen oder abzustellen, sondern, wie du vorher gesagt hast, da ist jeder von uns selber gefordert. Was für ein Auto fahren wir? Wie oft fahren wir Auto? Wie oft fliegen wir? Und wenn, da gibt es eine Studie, der Spiegel hat die veröffentlicht, Die meisten Menschen, die fliegen, sind Grünenwähler. Wie passt das zusammen? Ja? Und das ist auch so ein Thema, kann ich vielleicht noch einen Satz dazu sagen, weiß auch nicht jeder. Also wir fördern ja den kostenlosen ÖPNV. Ja, wie, nur in den Städten? Nein, deutschlandweit, überall. Ja, wie soll das finanziert werden? Ja, warum wird Fliegen subventioniert? Warum ist Kerosin subventioniert und warum ist Fliegen steuerfrei? Wenn du dir heute ein Ticket ziehst nach Berlin,
Wo wohnst du eigentlich, Kevin? Ich habe dich jetzt gar nicht Heidelberg. gefragt. Heidelberg. Heidelberg, ja, dann bist du ja gar nicht so weit weg von Bayern. Genau. Also wenn du nach, dann hast du den gleichen Aufwand. Wenn du nach Berlin willst, 5 Stunden wahrscheinlich, da überlegst du dir, fliege ich vielleicht Stuttgart, oder ist der nächste Flughafen? Frankfurt, Stuttgart, genau in der Mitte, jawohl. Ja, Ja. genau, Frankfurt, Stuttgart. Und du überlegst dir, du guckst, was kostet mir der Flug, was kostet mir der Zug und was kostet mir das Auto, wenn du ein Auto hast. Und dann kommst du zur Erkenntnis, verdammt nochmal, dieser Flug kostet bloß 40 Euro. Vielleicht machst du es auch noch, dann ziehst du das Ticket und dann hast du keine Mehrwertsteuer drauf. Wenn du das nächste Mal mit dem Zug fährst, zahlst du 19% Mehrwertsteuer. Ja, wie kann das sein? Und wenn du Auto fährst, das Auto ist ja auch sehr stark besteuert mit allen, in allen Bereichen. Ja, Autofahren ist immer noch günstiger, wenn du zu zweit fährst. Dann ist es wirtschaftlich günstiger. Umweltökologisch natürlich nicht. Da ist halt das Zugfahren das Beste. Und da muss man ran, fliegen, besteuern, Subventionen raus, Steuer drauf, vielleicht noch mehr. Das muss richtig teuer sein, dass man sich's nur noch in Ausnahmefällen leistet oder dass man das als was Besonderes ansieht, zu fliegen. Nicht mehr 3, 4 Mal im Jahr, sondern vielleicht einmal in 2 Jahren. Und damit kann ich halt auch den ÖPNV kostenfrei machen. Der lässt sich subventionieren. Das sind auch unsere Themen, ja. Also das ist nicht nur vegan und Massentierhaltung und Regenwald, sondern es ist ein Gesamtpaket und sehr schlüssig, weil es hängt alles miteinander zusammen. Ja, und die Grünen sind halt eben in den Bereichen überhaupt nicht grün. Das funktioniert da halt einfach nicht, weil sie halt auch sehr verstrickt sind. Das ganze System ist schon, wenn du heute eine erfolgreiche Partei wirst, dann bleibt es nicht aus, dass die Wirtschaft sich diese Partei auch, der Partei auch annimmt und da auch Leute platziert. Ja, also ich kann dir jetzt da keine Namen sagen, aber ich bin da schon informiert darüber, dass da auch Unterwanderungen stattgefunden haben. Und damit auch Einflüsse. Ja, ist ganz normal. Kann ich mir gut vorstellen. Das ist natürlich auch immer schwierig. Selbst wenn ihr natürlich in gewisse wirklich stark wächst, dann kommen da die ein oder anderen Vertreter dann auf euch natürlich auch zu und versuchen, ihre Deals zu platzieren, ganz klar. Ja, selbstverständlich. Und das bleibt nicht aus. Aber deswegen gilt es jetzt halt am Anfang sehr stark zu werden mit einer Community, die sehr ähnlich denkt. Und deswegen haben wir uns auch so, ja, wir haben jetzt nicht gesagt V-Partei, Partei für Veränderung, was ja alles offen lässt, sondern wir haben schon ganz konkret das Wort vegan auch mit drinnen im Namen, dass die Partei sich schon aus diesem Bereich sehr stark aufbaut, um dann stark genug zu sein, um eben Unterwanderungen irgendwo klein zu halten. Okay, ja super. Lass uns noch aufs letzte Jahr schauen. Ihr habt die ersten Wahlen mitgemacht. Könnt ihr uns ein bisschen noch erzählen, wie waren so die Ergebnisse? Was sind eure nächsten Ziele? Okay, also natürlich erhofft man sich immer mehr. Das kann ich als Sportler kann ich jetzt nicht verheimlichen, dass man sehr euphorisch ist, wenn man so ein Thema angeht und man weiß es halt eben nicht, wie kommt das an? Vom Feedback her weiß ich, dass wir sehr stark Interesse erzeugen konnten. Also wir haben unwahrscheinlich viele E-Mails bekommen. Die Klickzahlen auf unserer Webseite, auf Wikipedia, überall zeigen das schon, dass ein hohes Interesse da ist. Dass aber unsere Wähler aktuell noch, du hast das Thema AfD ja auch noch, die muss man auch klein halten, diese ganzen Dinge, das ist alles bekannt. Und viele auf der Straße haben uns auch gesagt, toll, dass es euch gibt, aber wir werden dieses Mal noch Grün wählen oder Linkspartei wählen, weil die müssen in Bayern auch in den Landtag kommen. Diese taktischen Geschichten. Ja, das ist halt unsere große Aufgabe, die Menschen davon zu überzeugen, irgendwann zu erkennen, dass es nichts bringt. Zumindest momentan. Ja, vielleicht ändert sich die Grüne Partei ja auch noch oder die Linkspartei oder die SPD, dann sind wir auch überflüssig, aber momentan sind wir sehr wichtig. Wir haben in 2017 bei der Bundestagswahl teilgenommen und waren in 12 Bundesländer wählbar und haben da 0,17, nee, Moment, 0,14, glaube ich, waren es, in den 12 Bundesländern geholt. Das heißt, in einigen Bundesländern hatten wir, wie in Bayern, 0,2 oder ich glaube, in Thüringen 0,4, in Rheinland-Pfalz auch 0,3, 0,4. Ja, okay, war ganz ordentlich für den Anfang. Wir haben Erfahrungen gesammelt. Wir wissen jetzt, wie sowas funktioniert. Haben auch schon großen Einfluss genommen durchs Unterschriften sammeln, weil wir kleine Parteien müssen Unterschriften sammeln. Das heißt,
Wir konnten unsere Inhalte schon draußen auf der Straße an die Leute bringen. Das ist ja auch eine unserer Aufgaben. Also nicht nur Wahlen und Prozente und Stimmen, sondern auch Menschen in ihrem Bewusstsein erreichen. Also ihnen mal eine vegane Tofu-Bolognese zu erzählen, wie die funktioniert. Und das habe ich sehr oft gemacht. Und ich habe auch das Feedback bekommen, dass sie auch nachgemacht wurde und gut ankam. Also damit erreichen wir auch was mit unserer Aktivität. Und das nächste Projekt war dann jetzt ganz kürzlich die Landtagswahl in Bayern, wo wir ja gegründet wurden in München und wo wir auch die meisten Mitglieder haben. Wir haben jetzt hier knapp 500 Mitglieder in Bayern. Ist schon ganz ordentlich. Und wir haben hier geholt insgesamt 0,3. Aber wenn man die Bezirke anschaut, und Bayern ist ja ziemlich groß, haben wir zum Beispiel in Schwaben 0,5% gemacht. In der Summe, die Wahlbeteiligung war höher jetzt in 2018 zur Landtagswahl im Vergleich zur Bundestagswahl. Also wir haben auch mehr Wähler gewonnen. Wir haben circa doppelt so viel, kann man sagen, von letztem Jahr zu heuer. Also die Entwicklung ist gut. Und in Augsburg, wo wir sehr aktiv waren, da haben wir einige Stimmkreise, waren sogar über 1%. Also es ist erkennbar, dass wir keine 0,0-Partei sind, wie es sie auch gibt. Also du kannst in den Wahlergebnissen immer 0,0 auch sehen oder auch tiefe 0,1 und dann ist es schon sehr frustrierend. Nein, es wird wahrgenommen und es ist jetzt eine Basis geschaffen. Also wir haben jetzt uns bekannt gemacht, wir haben auch Mitglieder dazu gewonnen. Wir sind jetzt bei 2000 Mitglieder deutschlandweit. Und ich würde mal sagen, jetzt geht's los. Also jetzt steht an der Basis, jetzt ist da ein Fundament vorhanden. Und dabei kann es jetzt nicht bleiben. Also wenn wir dabei bleiben, wird sich auch nicht groß was verändern. Wir müssen jetzt genau an dem Punkt weitermachen, mit der gleichen Dynamik, mit der gleichen Power wie die letzten 2 Jahre. Und dann kann das in einigen Jahren was werden. So sehe ich das. Ja, ihr habt auch 2, 3 bekannte Persönlichkeiten mit dabei, die natürlich auch, ja, schon zwangsläufig irgendwie in gewisser Weise als Zugpferd fungieren, wo man sieht, okay, die sagen, hey, das ist absolut richtig, was ihr macht. Ja, da, natürlich sind die Zugpferde auch ganz wichtig und vielleicht haben wir da jetzt auch nicht so stark den Fokus drauf gelegt, die sind ja quasi freiwillig zu uns gekommen, aber ich glaube, das ist auch ein Appell an alle Macher der veganen Szene, macht mit, schließt euch an, erweitert euren veganen Horizont und geht auch noch mit in die V-Partei. Und das wird dann in einigen Jahren richtig groß, hoffen wir zumindest. Und das sollte jeder sagen können dürfen. Ich war auch dabei von Anfang an. Und wir sind jetzt noch am Anfang. Also jetzt ist noch nicht die Phase, wo man schon irgendwo in Richtung parlamentarische Entfaltung kommt, sondern wir sind jetzt gerade erst in der Entwicklung, im Strukturaufbau. Und da ist jeder herzlich willkommen. Und es bringt auch sehr viel. Ja, man guckt immer auf die Macher, auf die bekannten Namen und wenn da ein paar mehr dabei sind, dann wird es immer erfolgreicher. Wie gilt es für jeden Einzelnen? Welche Möglichkeiten habe ich, mich jetzt schnellstmöglich zu informieren, eventuell bei euch irgendwie mitzumachen, Mitglied zu werden, zu engagieren in anderen Tätigkeiten? Also was kann ich tun? Ja, also wir haben die V-Partei-Seite v-partei.de. Da sind die ersten Schritte, wo man sich online anmelden kann als Mitglied oder zumindest einen Antrag stellen kann. Wird dann auch hier auch seriös geprüft. Nicht jeder wird da für uns Mitglied werden. Aber ja, ist in der Tat so. Also da achten wir sehr drauf. Ehemalige AfD-Mitglieder dürfen nicht bei uns Mitglied werden. Und auch wenn einer auf seiner Facebook-Seite irgendwelche seltsamen Dinge hat, also unsere Mitgliederverwaltung schaut schon drauf, dass das Ganze seriös aufgebaut wird. Das sind eben diese Dinge, wo wir am Anfang nicht so drauf geachtet hatten. Wobei es waren keine AfD-Mitglieder dabei, keine ehemaligen, aber wie schon gesagt, einige seltsamen Kommentare, ja, lassen wir das mal, ist schon ein bisschen her. Man hat jetzt bei uns die Möglichkeit, wir haben 16 Landesverbände, also in ganz Deutschland, in jedem Bundesland sind wir vorhanden und da entwickeln wir gerade Stammtische, also einfach normale Treffen, wie vorher auch, wie 2011, 12, 13, wo diese Entwicklung stattgefunden hat auch, wo man sich zusammengefunden hat als vegan ernährender Mensch. Und das Gleiche machen wir mit der V-Partei jetzt auch. Also da entstehen jetzt diese V-Treffs. Man muss da auch gar nicht Mitglied sein. Man kann erstmal reinschnuppern und mal gucken, wie ticken die so, was sind das für Leute. Und wenn man dann Mitglied ist oder Mitglied machen möchte, dann kann man bei Demos mitmachen, kriegt eben dann das Outfit und kann dann auch bei Wahlen sich engagieren. Das ist auch eine ganz gute Möglichkeit. Also
Vielleicht auch nochmal dazu einen Aspekt. Wir haben bei der Bundestagswahl ja, es gibt 299 Stimmkreise und wir haben nur einen einzigen Stimmkreis belegt mit einer Direktkandidatin. Und da war man dann auch am besten. Also auch das Zweitstimmenergebnis hat sich davon abgeleitet. Also wenn du da direkt vor Ort als Direktkandidat vorhanden bist oder aktiv bist, nimm dich die Lokalpresse wahr, so war es jetzt auch die Landtagswahl in Augsburg und Umgebung, und dann kriegst du automatisch auch mehr Stimmen bei den Zweitstimmen. Und wenn wir die nächste Bundestagswahl richtig angehen wollen, dann brauchen wir in jedem Stimmkreis einen Direktkandidaten. Um Direktkandidat werden zu können, braucht man in jedem Stimmkreis mindestens 3 Mitglieder. Und also man muss zur Nominierung von 3 Mitgliedern gewählt werden. Das ist so diese Voraussetzung. Und das macht es jeder kleinen Partei so schwer. Deswegen haben die kleinen Parteien häufig keine Direktkandidaten und deswegen landen sie bei 0,1, 0,2, 0,3. Aber wenn sie in Deutschland überall Direktkandidaten haben, das wäre auch eine Möglichkeit, da eben sich mit einzubringen, dann wird das Ergebnis sprungartig nach oben gehen. Und das haben wir bei den anderen Parteien gesehen, die es geschafft haben. Das waren die Piraten damals. Die AfD, okay, ist ein schlechtes Beispiel. Aber wenn man schaut, wie haben sie die Partei aufgebaut, dann haben sie es auch über diesen Weg gemacht. Also mit vielen Mitgliedern kannst du dich breit aufstellen, kriegst du auch entsprechend das Feedback von den Medien, mehr Werbung, mehr Aufmerksamkeit. Du hast mehr Leute, die Flyer verteilen können. Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Aufklärung, Basisarbeit. Du hast Leute, die Plakate aufhängen können und einfach Werbung machen. Und dann ist der vegane Gedanke immer stärker in der Gesellschaft. Und deswegen, ja, würde es mich freuen, wenn ganz viele Menschen sich anschließen, weitere Menschen sich anschließen und das Projekt mit voller Kraft unterstützen. Ja, super. Ja, ich wünsche euch auch, dass noch viele Leute noch findet und ihr wirklich eine tolle Bewegung anstoßen könnt. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, was die nächste Bundestagswahl dann bringen wird. Vielleicht hören wir uns dann wieder. Was du wählen, Kevin? Stimmt. Ja klar, natürlich, doch. Ich muss gerade überlegen, welche die letzte war. Hier gibt es ja auch alles Mögliche, gemein und sonst irgendwas. Natürlich, ich weiß ganz genau. Ich weiß, in unserem Dorf gab es 2 Leute, die V-Partei gewählt haben. Ah. Ja. Ja, das ist auch schon das toll. Das ist verdammt, Mist. Na egal. Wahlgeheimnis. Wahlgeheimnis und so, ja. Also, das ist auch toll. Also, wir haben das jetzt auch in Bayern gesehen. Es gab eigentlich keinen Stimmkreis. Also, bei der Bundestagswahl gingen wir in einigen Stimmkreisen leer aus oder Wahllokalen. Aber ich habe kein einziges Wahllokal in Bayern entdecken können zur Landtagswahl, wo wir leer ausgegangen sind. Das zeigt schon, da wir werden wahrgenommen und da ist was am Aufbau. Da bewegt sich was. Ja, super, super, ganz klasse. Vielen, vielen Dank auch für deine Zeit. Ich möchte aber noch abschließen mit einem persönlichen Aspekt, denn du hast ja vorhin schon gesagt, Glyphosat in der Stadt auf Feldern, die auch noch eigentlich von Grünen regiert werden, das ist natürlich sowieso eigentlich nicht so in Ordnung. Du zeigst ja auch persönlich, privat quasi, wie schön man ganz ohne Glyphosat, wie man ganz toll auch ohne tierischen Dünger und was es sonst noch alles gibt, auskommt. Du hast eine eigene Haselnussplantage. Da war noch was. Ja, genau. Das wollen wir natürlich auch noch gerne mitgeben, weil es ist ein tolles Projekt, was du gemeinsam mit ein paar anderen Menschen machst. Zeit in der Natur verbringen kannst, logischerweise auch. Und wie gesagt, eine Haselnussplantage, eine eigene Bio-Vegan betrieben hat jetzt auch nicht jeder. Also erzähl mal noch dazu kurz. Ja, ich habe sie ja auch da. Also ich weiß nicht, kann man das sehen? Ja, toll. Genau, also hier die Haselnuss, das ist die deutsche, die Halsche Riesennuss, das sind die großen. Und dann gibt es noch die kleineren, die heißen dann, das ist die Sorte Rote Zeller. Die kennt man von den roten Blättern, also die man auch als Zierstrauch im Garten hat. Das sind die 2 Sorten, die bei mir auf der Plantage wachsen. Das sind knapp 1000 Bäume. Und das ist so ein Natur-Öko-Juwel, also da ist noch alles in Ordnung. Da wird eben kein Gift eingesetzt, da kommt keine Gülle. Da sehe ich jedes Mal Tiere, Hasen, Rehe, Rebhühner, natürlich alle Formen von Insekten, Vögeln, alles ist da. Und ja, das mache ich mit großer Leidenschaft, um auch zu zeigen, was ist möglich in der Landwirtschaftspolitik. Also ich weiß nicht, ob das du früher beobachtet hattest, aber als ich Jugendlicher war, da hatten die Felder noch Flurhecken. Da waren diese Schlehendornhecken, da waren auch Haselnüsse mit drin. Also es gab immer wieder, alle 3, 4 Felder gab es eine Hecke. So kann ich mich zumindest bei mir zu Hause erinnern.
Und diese Felder sind alle so bereinigt worden, dass sie halt möglichst groß wurden. Monokultur, viel Mais, Getreide und dann wieder Mais. Und diese Hecken sind weg. Und damit verlieren wir halt sehr viel Biodiversität. Viele Tiere haben eben keine Lebensräume mehr. Und damit verliert der Boden auch die Oberfläche, den wertvollen Humus, also Bodenerosion als Schlagwort, das wird weggeweht, abgeschwemmt von Regen und landet dann in Flüssen, im Meer und so weiter, aber nicht mehr da, wo wir es brauchen, auf dem Acker, wo ja Lebensmittel wachsen sollen. Also auch wir Menschen brauchen Lebensmittel, nicht nur die Massentierhaltung. Und da, finde ich, sollten wir uns wieder der Vergangenheit besinnen und mehr Hecken einbauen. Und da ist die Haselnuss ist eine herausragende Heckenpflanze. Und da können wir auch dann entsprechend Nüsse ernten. Also die Nüsse sind halt ein sehr, sehr wichtiger Baustein in der veganen Ernährung. Also du hast halt einmal das Getreide, dann hast du die Hülsenfrüchte, dann das Gemüse, dann das Obst. Und der fünfte Aspekt, der fünfte ganz, ganz wichtige Baustein, Vitamin E, sage ich nur, und Fette und diese ganzen Dinge, ist die Nuss. Ob das jetzt die Haselnuss ist oder die Walnuss oder was gibt es noch, alles Mögliche. Aber die Haselnuss ist halt die und die Walnuss, die zwei Nüsse, die wachsen halt bei uns in Deutschland auch. Und das kann jeder Bauer, kann das auf seinen Feldern irgendwo anbauen. Und ich bin der Meinung, dass der Staat das unterstützen sollte, dass wieder diese Flurhecken eingebaut werden in diese Felder. Und ja, das ist ein Win-Win, ja, weil du hast auf der einen Seite mit der Haselnuss, die flache Wurzeln hat, hast du einen sehr hohen Wasserspeicher. Also wenn du die Felder anschaust im Jahr 2018 mit der großen Hitzewelle, da ist sehr viel vertrocknet. Und bei mir auf der Haselnussplantage, ich habe da auch Kürbisse nebendran wachsen, die sind gewachsen. Das war halt so eine Symbiose. Und man spricht auch von Permakultur, also man kann da auch in dem Sinne viel mehr machen. Ist natürlich aufwendiger, aber du kannst im Zusammenspiel mit verschiedenen Anbaumöglichkeiten kannst du den Acker auch bei größerer Hitze bewirtschaften. Aber natürlich ist es schwerer und es erfordert mehr Aufwand. Deswegen müssen diese Landwirte, die so denken, auch vom Staat entsprechend stärker unterstützt werden. Ja, was magst du wissen zur Haselnussplantage? Also ich verbringe da viel Zeit. Das ist für mich auch wie Urlaub. Ich muss da nicht zu viel arbeiten. Also die Bäume wachsen von alleine. Ich muss sie halt mähen. Die Fläche mache ich gerne mit der Sense. Ist ein toller Sport. Ist gut für den Rücken. Und man ist halt im Einklang mit der Natur. Und ich glaube, wer die Möglichkeit hat und ein paar Quadratmeter Fläche hat, der kann sich an mich wenden. Ich habe kleine Bäume immer übrig. Die wachsen da selber. Also die Nuss kann man einpflanzen und dann wächst da draußen ein kleines Bäumchen. Und die Mäuse sind da sehr eifrig am Verbuddeln. Deswegen entstehen da relativ viele Bäumchen. Also wer Lust hat, oder jetzt Lust hat und sagt, ich möchte mir irgendwo eine Hecke hinbauen aus Haselnüssen, kann sich bei mir kostengünstig eindecken. Sehr, okay, damit habe ich auch nicht gerechnet, aber sehr gut. Ja, und die Nüsse schmecken ja auch so super. Also ich esse halt jeden Tag, also ich kann das mal vormachen. Das ist so etwa meine Tagesration, also so eine Handvoll Nüsse. Und ja, die knacke ich auf, die schmecken einfach viel besser als, warum muss ich Haselnüsse aus der Türkei importieren? Das versteht kein Mensch, die wachsen in Deutschland. Du hast es ja so schön gerade gesagt, es ist Win-Win für alle, ne? Also das heißt für die Natur, für die Tiere. Als sportliche Betätigkeit in die Natur wieder zu kommen mehr und selbst sein eigenes, seine eigene Lebensmittel ohne irgendwelche Zusätze zu bekommen und das auch noch ohne was dafür zu bezahlen, das ist natürlich kaum zu ersetzen, nicht irgendwas anderes. Ja, ich glaube, sind wir schon fertig mit der Zeit oder also haben wir langsam, noch 2 Minuten? Aber du darfst gerne natürlich noch einen Satz. Ich spreche mit vielen Landwirten und die Landwirte, die beobachten uns auch und sprechen auch mit uns und laden uns auch mal ganz herzlich ironischerweise ein, kommt doch mal zum Rübenhacken, wenn ihr kein Glyphosat wollt. Ich glaube, dass wir als Verbraucher uns sehr stark einbringen können, dass wir im Gespräch mit den Landwirten von uns aus, ohne Politik, sehr viel beeinflussen können und verbessern können. Also geht auf die Landwirte zu, fragt sie, hey, können wir mal 100 Meter mal 3 Meter haben? Die pachten wir von dir ab. Die Pachten sind sehr günstig. Also da kostet zum Beispiel so ein Acker, ein Hektar Ackerland zwischen 600 und 800 Euro. Ein Hektar sind 10.000 Quadratmeter.
also ihr braucht nicht so viel, geht auf ihn zu und fragt, können wir so einen kleinen Streifen haben? Wir würden den ganz selber bewirtschaften. Vielleicht auch Haselnussbäume anpflanzen, vielleicht ein paar Kürbisse anpflanzen, ein paar Kartoffeln. Und wenn er mehr Geld kriegt, als was er erzielen kann, und es ist auch nicht so viel Geld, was er da pro 100 Meter erzielen kann, dann wird er es vielleicht machen. Und so können diese Dinge entstehen. Also es gibt dann so Bezeichnungen, solidarische Landwirtschaft. In Bayern gibt es ein Projekt, das heißt Sonnenäcker. Der Bauer bereitet das Feld vor im Frühjahr oder im Herbst und im Sommer wird es von ganz normalen Verbrauchern bewirtschaftet. Mhm. Aber also diese Grundlage, gepflügt und geägt, ist es vom Bauer und der Rest ist Anbauen, was dann viel leichter ist, wenn der Acker schon vorbereitet ist, das machen dann die Verbraucher. Und sowas können wir deutschlandweit machen, wenn wir uns selber einbringen. Also immer auf den Bauer schimpfen, ihr dürft kein Glyphosat verwenden. Ja, früher hat halt der Bauer für 6 Hektar 8 Leute gehabt, seine ganze Familie. Und heute hat er 60 Hektar und macht das alleine. Also wir brauchen auch diese Manpower und das sind halt wir. Statt am Samstag ins Fußballstadion zu rennen, wäre das auch mal eine Möglichkeit, sich sinnvoll zu betätigen. Also den Fußball nicht schlecht reden wollen, aber ich glaube, wenn wir das Thema Klimawandel ernst nehmen, dann müssen wir uns an der eigenen Nase fassen und gucken, wo können wir uns einbringen? Wo können wir unseren Teil dazu beitragen, um die Landwirtschaftspolitik maßgebend zu verändern? Ja, ganz wichtige und tolle Impulse. Danke dir, Roland. Klasse. Gerne. Ja, wie gesagt, also ganz herzlich auch Dank für deine Zeit. Wir haben ein bisschen gebraucht, bis wir einen Termin gefunden haben. Du bist ja nun mal sehr beschäftigt, viel beschäftigt. Du tust ja neben deinem Job eben sehr, sehr, sehr viel für die Partei und lebst dafür. Und ja, deswegen ganz herzlichen Dank. Gerne. Ja, und danke auch euch. Was ihr macht, ist auch eine tolle Geschichte. Also das unter die Leute zu bringen, das Thema und mit den verschiedenen Facetten, die unterschiedlichen Persönlichkeiten aus der Szene, ob Koch, ob Buchautor oder jetzt die Politik, das machst du echt hervorragend mit deinem Team und aus unserer Sicht oder von der V-Partei aus recht herzlichen Dank für dein Engagement. Danke euch, ja. Und natürlich ganz herzlichen Dank an alle, die zugeschaut haben, denn sonst würde es überhaupt gar keinen Sinn machen, wenn wir niemanden hätten, den es erreichen und interessieren würde. Und deswegen, wie gesagt, auch an euch alle ganz herzlichen Dank. Und ja, für heute am Ende. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Alles Liebe. Ciao.